Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Myth of Empires. Ja, ihr seht es schon, irgendwas ist anders. Was ist hier los? Warum bin ich halb nackt und fange an, Sträucher zu farmen? Das liegt daran, dass wir jetzt im Multiplayer spielen. Und zwar gibt es jetzt einen Server, gehostet von Sybil und Fuji und Hashtag. Und wir sind jetzt erstmal zu viert hier drauf und werden gemeinsam ein bisschen Myth of Empires zocken. Macht natürlich Sinn, denn es ist ja schließlich ein Multiplayer-Game. Und das sollte man dann auch entsprechend so genießen. Deshalb ist das so, wie es jetzt ist. Ich mache mich gerade auf den Weg. Ich bin gerade frisch gespawnt. Und ich mache mich auf den Weg zu unserer neuen Location, die ungefähr hier irgendwo ist. Wir hatten schon einen kleinen Spielstand, aber der Server wurde neu gestartet. Es gab ein Update und wir hatten irgendwie die Speicherung, die automatische, falsch angelegt. Ich muss mal kurz meine Ausdauer regenerieren. Und haben das jetzt richtig eingestellt, sodass der Server halt alle 5 Minuten speichert. Wie gesagt, das ist ein bisschen schief gegangen und deswegen ist alles weg und wir fangen einfach von vorne an. Das passt aber ganz gut, so kann ich direkt hier vorne anfangen. Guck mal, da vorne der Wasserfall, sehr schön. Kann ich direkt vorne anfangen. Mit euch gemeinsam in das neue Abenteuer starten. Wir haben ja quasi in den letzten 15 Folgen schon ein bisschen was gelernt. Und jetzt gilt es, das Gelernte umzusetzen. Level 2. Ich denke, ich sollte auch mal gucken, dass wir schnellstmöglich irgendwie was zu essen kriegen. Wir müssen so in die Richtung, da wo das Gebirge ist. Mal gucken. So. Lass noch mal gucken hier. Ja, dahin. Da müssen wir irgendwie hin. Ich werde mal noch ein bisschen in die Richtung laufen. Mal ein bisschen grabbeln hier. Bisschen Fiber grabbeln, das brauchen wir. Das ist wichtig, damit wir Seile bauen können. Eigentlich müssen wir alles sammeln, was es hier so gibt. Das macht ja hochgradig Sinn, ne? Weil zwischendurch könnte ich ja eigentlich auch schon mal eine Runde bauen. Wenn ich könnte. Mal gucken. Erstmal machen wir das hier. Und dann baue ich mir gleich eine Axt. Dafür brauchen wir ein bisschen Rope. Dann brauchen wir noch das. Dafür brauchen wir auch Rope. Bisschen Rubble. Ich glaube, ich mache erstmal den Hammer, ne? Dann machen wir ein bisschen Rubble fertig. Und, ja gut, dann machen wir das so. Passt auch. Er macht noch ein paar Seile. Währenddessen grabbel ich hier noch ein bisschen rum. Oh, Erbsen. Oh, Erbsen. Cool. So. Freue mich auch schon sehr auf die Landwirtschaft, muss ich sagen. Aber bis dahin haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Vor allem brauchen wir unbedingt eine Ferdinante und das dauert alles noch und keine Ahnung. So. Oder ein Ferdinand. Mal gucken. Ja, zack, Level 4, ne, würde ich mal sagen. So, ich kann hier schon was claimen. Lass gucken. Zack. Ja, ich hoffe, er stört euch nicht ganz so stark, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir jetzt einmal einen Neustart machen im Multiplayer als irgendwann. Das ist, glaube ich, eine ganz feine Sache. Denn es kommt natürlich noch ein paar andere Sachen zustande, dass man zum Beispiel gemeinsam dann irgendwelche Städte einnimmt und so weiter und so fort. Das macht natürlich hochgradig Sinn. So. Wir sind jetzt auch noch keine Gilde, da ja alles gelöscht wurde, oder? Doch, es gibt die Gilde. Kann ich da einfach... Ich möchte joinen. Kann ich das jetzt einfach so? Oder wie? Oder was? Charakter... Hä? Kann ich jetzt hier was eingeben? Ich glaube, ich muss eingeladen werden von dem Owner, welcher ja Sybil ist. Also müssen wir erstmal Sybil finden, damit er uns einladen kann. Das ist sehr wichtig. So, wo sind wir? Ich bin falsch. Bin falsch. So, habe ich jetzt hier meine Werkzeuge vielleicht mal? Das wäre voll gut. Gib mir das. Eine Fackel wäre auch ganz nice. Achso, die kann ich ja bauen. Kleine Fackel, falls es extrem dunkel wird, weil das ja hier immer so dunkel wird. Naja. So. Ich claime. Ich claime nochmal. Collect Branch soll ich. Ich soll mal hier so ein paar Bäume fällen. Das machen wir gleich.
Aber ich schwimme erstmal auf die andere Seite. Da irgendwie. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das sieht gut aus. So. Okay. Collect Branch. Und mal gucken. So, schwimm, schwimm, schwimm. Ich finde gut, dass wenn man schwimmt, dass man keine Ausdauer verliert. Ich glaube, sonst würde ich hier ständig ersaufen. In einer Tour. So, hier haben wir schon mal Clay. Das ist sehr nice. War das hier? Ich glaube, es war hier. Bin ich ganz sicher? Nee, noch nicht ganz. Wir müssen hier noch den Weg hoch. Hier ist es noch nicht ganz. Aber hier kann ich schon mal ein bisschen. Einmal mit B bitte bestätigen. So. So, Lane. Jetzt müssen wir noch Rubble holen. Ja, ich mach mal nebenbei so ein bisschen die Quests. Das ist wichtig. Gleich nochmal ein bisschen upskillen und Punkte verteilen. Guck mal hier zum Beispiel. So. Haben wir gleich. Reicht nicht. Okay, dann noch weiter klopfen. Hier gibt es keinen Rubble oder was? Hier gibt es nur Gips und Stone, ne, bei den Dingern hier. Das ist ja jetzt unangenehm. Ich hätte aber gerne ein bisschen Rubble. Ah, laufe ich halt da lang. So, warte mal. Ich muss hier nämlich Dinge tun. Und zwar, einmal würde ich gerne auf, also Bogen auf jeden Fall. Möchte ich mich spezialisieren? Ich möchte auf Lumbering spezialisieren. Auf Mining. Genau. Und ich möchte auch auf nehmen wir Two-Handed? Oder eigentlich will ich ja auf One-Handed gehen, weil ich ein Schwert will. Brauche ich aber auch ein Schild. So lassen wir das. Und dann kann ich hier schon mal Sachen lernen. Nicht so viel, aber so ein bisschen was. Das machen wir schon mal. Schon mal alles wegklicken, was geht, ne? Gefühlt mache ich heute schon die ganze Zeit das Gleiche. So. Aber so kann man das auch trainieren, ne? So. Das alles. Zack. Das hier. Confirm. Hier noch. Da noch. Das nehme ich auch. Okay. Let's go. Hier. Claim. Sidequest. Haben wir keine. Gut. Weiter geht's. Wir brauchen noch ein bisschen Rubble. Wo haben wir denn Rubble, Rubble? Doch, das war hier. Hier, genau hier haben wir gebaut. Das ist die Stelle. Das sind hier die beiden, Kollegen, die sind in der Mitte bei uns gewesen. Und ich hatte hier angefangen zu bauen. Jetzt überlege ich aber tatsächlich, ob es vielleicht cool ist, dort in der Mitte zu bauen oder weiter oben oder auf der oder da ganz hinten. Ach so, Rubble brauche ich ja noch, habe ich vergessen. Wo war denn jetzt hier so ein. Da vorne sind so eine Steine. Holen wir uns da mal ein bisschen was. Frage mich, wo die anderen bleiben. Wir wollten uns hier treffen. Mal gucken. Rubble, Rubble. Claim.
Craft and place a campfire. Die Frage ist, wo setze ich jetzt meine Hütte hin? Ohne Witz. Wo machen wir die jetzt hin? Hier vielleicht sogar. So. Also Leveln geht relativ schnell, ne? Schon krass. So, dann mache ich jetzt hier, mache ich jetzt erstmal hier vorne irgendwie ein Lagerfeuer. Ich glaube, ich werde hier bauen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir das hier machen. So ein bisschen querfeldein Richtung Wasser, so ein bisschen. Hier so. Und dann dahin. Ich brauche ganz dringend, ich brauche wirklich ein Campfire gerade, weil wir müssen was essen. Hier, würde ich sagen. Na, dann mache ich hier so ein... das Lagerfeuer erstmal hin. Mal gucken. So. Lagerfeuer. Hier haben wir noch eine Fackel. Achso, und dann könnte ich mir auch noch einen Speer bauen. Bogen wäre auch nice. Da brauchen wir aber wieder Branch. Dann mache ich erstmal einen Speer. Und Speer will ich eigentlich gar nicht. Aber ich muss den bauen, glaube ich. Um Quest zu erfüllen. So. Zack. Claim. Roast Locust. Das machen wir jetzt. Wir werden jetzt Locust roasten. Und zwar haben wir hier 41. Ja, ein bisschen. Wir haben keinen Branch. Ist das dein... Ja, ich hole mal hier vorne. Ich werde mal hier direkt alles abholzen. Ich hoffe, das spawnt, respawnt dann wieder. Frage mich, wo die anderen sind. Ja. Ich glaube, die kommen gleich mit Pferden. Ich sag's euch, die kommen garantiert direkt alle mit Pferden zum Bauort. Würde mich nicht wundern. So. Okay, jetzt machen wir einmal das. Bisschen das rein und gehe ich nochmal raus. Das wurde mir so beigebracht. Dann kann ich das hier machen. Und dann gibt es nämlich eine Animation und dann sage ich ihm hier craften. Alles. 10 Stück, let's go. Und dann hat man hier so eine Animation. Guck mal. Da bastel ich gerade am Lagerfeuer und koche das alles, was gekocht werden muss. Ich finde das ganz süß hier. Auch mit dem Buschwerk, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das macht mir keiner weg. Oder es respawnt einfach. So. Mal gucken, ob die das sehen. So. Was ist denn jetzt hier mit der Gilde eigentlich? Ich versuche nochmal mit... One Guild Ownership and Guild Management. Lord Sybil. Apply. Ich kann nix. Was ist denn das hier? Ich glaube, ich muss wirklich eingeladen werden. Komisch. Na gut. Wir schaffen das schon. So, jetzt muss ich noch ein paar von den Dingen essen. Aber ich komme da jetzt... Ah, nee, ist sie fertig? Ich glaube, sie ist fertig. Okay. So. Und dann haben wir hier 10 Stück. Nice.
Eins. Zwei. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. So, jetzt muss ich Throwing Stones machen. Throwing Rock. 10 Stück. Brauchen wir jetzt? Dann ist das auch erledigt. Hallo? Ach, da vorne sind sie. Ja, ich lauf mal rüber. Nee, das sind die anderen. Das sind die Vagrants oder wie sie heißen. Okay. Gehe ich mal rüber in Discord, würde ich sagen, ne? So. Dann müsste es ja auch gleich weitergehen. Sie sind noch 500 oder 400 Meter weit weg. Dann schauen wir mal, bis wir dann die Gildeneinladung bekommen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. So. Okay, machen wir mal mit den Quests weiter. Ich habe hier noch ein bisschen was zu claimen. Zack. Und jetzt müssen wir gucken, ob ich jetzt hier das ganze Holz wegfarme? Ich will das eigentlich gar nicht wegfarmen. Die Füchse sind voll süß. Hallo, ihr süßen kleinen Racker, ihr. Da kommt er angeschwommen. Der Zibbel. Ich muss mal noch ein bisschen mehr Lokust haben. Also am besten eine Sense, aber die haben wir ja noch nicht. Die muss ich noch lernen. Da ist er. Hey. Hey. Ja, leider geht halt, wie gesagt, der Ingame-Voice nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja. Wir haben... wollte ihn eigentlich gar nicht... prügeln. You have already applied? Hä? So, okay, jetzt haben wir die Gilde. Jawohl, und das ist gut so. Hier, Gilde. Alle am Start endlich. Wieso habe ich eigentlich nur Level 8 und die anderen sind schon wieder auf 13? Das kann doch alles nicht wahr sein. So, ich muss erstmal hier weitermachen. Das geht so nicht. Wir machen uns jetzt einen wunderschönen Helm. Und ich zimmer jetzt hier erstmal alles weg, was geht. Nicht einen Helm. Ich will keinen Helm haben. Ich will eigentlich eine Rüstung haben. Und wir müssen noch mehr essen. Das ist alles nicht so... Nicht so gut. Weil was mir auch schon aufgefallen ist, wenn man nichts isst, geht das Leben echt beachtlich runter. Das ist echt heftig. So. Also, Wundenrüstung erstmal. Und dann gucken wir mal. Und zwar, wo ist sie? Nein, das geht noch nicht. Wir brauchen dafür Straw Rope. Okay, das kriege ich hin. Let's go. Dann machen wir uns die Rüstung. So. Brauche Lokust. Brauche viel mehr Lokust. Wo ist eigentlich diese Sichel? Da, die brauche ich. Die kann man mit Level 12 bekommen. Ich bin Level 8. Was für ein Mist. Moment, ich mache mal was anderes. Das hier mache ich nochmal weg. So, dann können wir hier noch was lernen. Und da, damit wir nachher schön bauen können. Später hin. So, hier noch. Da ist nichts. Alles klar. So, let's go. Ich gehe mal nochmal runter zum... Wasser. Ich glaube, da kann man besser Lokust holen. In den Büschen. Als jetzt.
als hier in den anderen Büschen, habe ich so das Gefühl, dass das hier unten irgendwie einfacher ist beim Schilf. So. Gut. Okay. Jetzt gibt es hier eine schöne Markierung, dass das Dorf hier ist. Damit alle das finden. Weil wir sind irgendwie schon wieder an allen möglichen Ecken gespawnt. Ja. Okay. So, Rüstung ist am Bauen. Das dauert ein bisschen. Habe ich denn jetzt ein paar Locusts bekommen? Brauche die wirklich, ne? Das ist super wichtig. So, okay. Ah, hier haben wir Clay, gut zu wissen. Und hier vorne in dem Wäldchen da oben, da gibt es auf jeden Fall Kupfer. Jetzt keine Unmengen, aber es gibt Kupfer, das ist sehr gut. Dann wissen wir nämlich schon mal, wo was ist. Auf jeden Fall ein sehr guter Spot, wie ich finde. Level 10, jawohl. Ne, hier, das ist echt, ist ein schöner Spot. Hallo? Gut. Zieh ich schon mal an. Zack. Das andere kommt gleich. Wofür brauche ich eigentlich so eine Wooden Rake? Ist die irgendwie gut? Da nehme ich doch lieber so ein Spear oder was. So. Den Helm lasse ich weg. Ja, ich muss ihn trotzdem bauen. Aber ich lasse ihn weg. Offensichtlich gibt es hier doch nicht so viel Lokus. Dann muss ich doch nochmal zu den anderen Büschen. Gibt es wohl doch hier oben ein bisschen mehr. So. Hier. So, auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal ein bisschen claimen. Das ist gut. Achso, hier, das Let's Play wird so ein bisschen anders laufen, ne? Weil ich ja durchgehend aufnehme. Zwischendurch halte ich immer noch mal ein bisschen Rücksprache mit den anderen. Was jetzt nicht unbedingt in die Aufnahme soll und so weiter. Es sei denn, wir machen irgendwas zusammen, dann natürlich schon. Das heißt, ich cutte dann quasi im Anschluss die ganzen Folgen auf circa eine halbe Stunde immer. Und mache das dann immer so Folge für Folge. Und deswegen wird es eher weniger eine An- und Abmoderation geben. Also nicht wundern, weil das ja sonst eher der Fall ist. Es läuft quasi wie bei den Streams, die ich früher gemacht habe. Wo ich auch immer alles auf eine halbe Stunde gecuttet habe. Fortlaufen sozusagen. Ne? Also nicht wundern, dass es ein bisschen anders sein wird jetzt als bei Conan oder so. So, wo ist mein Bauort? Ich habe ihn schon wieder verloren. Hier. Was zum Teufel? Wie kann denn das sein, dass da schon wieder Pferde sind da vorne? Das ist doch nicht euer Ernst. Wie kann denn das sein hier? Ich weiß gerade nicht, wie man Emotes macht. Ich muss mal kurz gucken. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Emote-Setting. Double-click the left mouse button to preview the character and the right-click to unlock active. Hä, wie kann ich denn die... Wie kann ich winken? Unlock? Okay, und wie kann ich die Emotes mit Tab? Ja, ja. Ha. Okay, ich mache Applaus, aber keiner kann. Niho! Gut. Schön hast du das gemacht. Schön hast du hier meine Bäume vor der Hütte irgendwie kaputt gemacht. Gut. So, okay, hier mal ein bisschen alles wegmachen. Braucht ja keiner. Weg mit dem ganzen Quatsch. So, wir haben. Hunt Animal and Use Axe to Collect. Ja, okay, das müssen wir machen. Ich brauche auf jeden Fall hier ein Bow. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich hier so ein bisschen was kaputt gemacht kriege. Ob das jetzt ein Deer ist oder ein Hase oder sowas. Das ist mir prinzipiell erstmal egal.
Hauptsache, wir können das machen. So, 20 von den Dingern habe ich jetzt. Dann werde ich hier mal an meinem Lagerfeuer ein bisschen was brutzeln. Kurz, während die Pfeile bauen, werde ich das tun. Mal gucken. Da muss ich hin. So. Okay, wir machen den dahin. Den dahin. Ich sage das und ich sage das. Und let's go. Es sind nur 5 Stück. Das ist echt nicht viel, ne? So, ich setze mal den Helm auf. Sieht zwar kacke aus, aber was soll's. So, wir machen hier, wir brutzeln so ein bisschen. Ah, schön. Schön ist das. Hier werden wir dann schön nach unten bauen. Das ist, glaube ich, eine feine Idee. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir wirklich sehr. Ach ja. So. So, ich muss M drücken, damit ich hier auf der Map irgendwas machen kann. Zum Beispiel werde ich jetzt hier einfach meinen Personal Marker mit Basis einmal kurz machen, aber nur kurz, damit die Quest geclaimt werden kann. Quatsch, ja doch, geclaimt werden kann. Und hier will ich jetzt noch mit Steuerung rechter Maustaste kann ich es wieder wegmachen. So, weil wir haben ja einen Dorf-Dingsbums. Oh, wir sind fertig. Und deswegen ist das okay. Und da muss ich jetzt nicht, weißt du, da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit einen Marker auf der Map haben, weil wir ja da dann den Dorfmarker haben. So. Das kann weg. Ich habe hier einen Speer, der kann dahin. Hier haben wir Bogen und 12 Pfeile. Und jetzt muss ich irgendwas töten, damit wir hier weiterkommen. Wo haben wir denn die kleinen Racker? Ich habe nur 12 Pfeile. Das ist viel zu wenig. Hm. Füchse würde ich jetzt prinzipiell erstmal nicht angreifen. Das ist nicht so eine gute Idee. Schweine auch jetzt nicht so. Wird dann doch prinzipiell erstmal gucken, dass ich irgendwas anderes kriege. Nochmal in die Richtung, ne? Oh mein Gott, ich bin am Verhungern. Gar nicht gut. Am liebsten hätte ich jetzt einen Deal, wenn ich ehrlich bin. Weil mit den Lukus komme ich echt nicht weit. Habe ich die ja gleich aufgefuttert. Ich esse mal den Skorpion. Ich glaube, da oben ist ein Hase oder sowas. Der wirft zwar nicht viel ab, wahrscheinlich nur ein Stück Fleisch. Aber vielleicht hilft er uns schon. Ja, das ist ein Hase. So, ich muss mal kurz den Bogen wegpacken, weil ich viel zu langsam bin. Grauenhaft. So, da sind Füchse, die möchte ich auf keinen Fall angreifen. So. Danke. So. Die beiden sind meine. Die werfen halt nichts ab, ne? Das ist gar nicht gut. Ein Meat. Ah, Grill Meat on Campfire, ja, das ist so eine Sache. Ich wünschte, hier wäre jetzt ein Deer oder sowas. Da sind Füchse. Schlafende Füchse, die würde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Da vorne sind Pferde. Fuchs. Da oben. Ja, da müssen wir hin. Ich brauche Sonnentiere, das geht nicht anders. Dringend. Irgendwas Low-Bob-mäßiges. Müssen jetzt keine großen Level sein. Irgendwas Kleines, ja. Damit wir ein bisschen Haut kriegen auf jeden Fall. Fleisch werfen die jetzt nicht so viel ab.
Ich habe noch 10 Pfeile. Ich weiß nicht, ob das reicht.